Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir One Piece Pirate Warriors. Ich kann heute echt nicht reden. Und zwar den dritten Teil. Ich habe ja auch den zweiten, aber den ersten habe ich nicht. Okay, ich bin schon bei dem zweiten Kapitel der dritten Episode. Also wenn ihr euch fragt, warum ich das jetzt spiele, ich wollte einfach nur irgendein interessantes Game, weil da ja viel Schlägerei ist und so, einfach so ein Game im Hintergrund haben, während ich so ein bisschen laber, sag ich mal. Und zwar geht es nämlich darum, also als erstes, wenn ihr wollt, dass ich mal mit Paddy ein Let's Play mache, dann lasst auf jeden Fall ein Like nach oben da. Dann mache ich auf jeden Fall mit Paddy mal ein Uncharted 3 Let's Play, was er sich ja auch schon jetzt mehrmals gewünscht hat, dass wir das mal machen. Und ich fand es eigentlich auch voll die gute Idee. Und das andere wäre nämlich, es geht um GTA 5. Und ja Leute, nur weil ihr GTA 5 zockt, heißt das nicht, dass ihr jetzt Gamer seid, weil ich meine, GTA 5, Leute, wie einfach kann man das durchspielen? Sehr easy. Weil ich meine, da ist ja nicht mal so normales Zielen oder so, das ist ja sogar schon ein automatisches Zielen. Also Leute, wenn ihr mir sagen wollt, ihr habt GTA 5 durchgezockt, dann das ist doch einfach nur dumm, weil das kann jeder durchzocken. Ich habe dafür nicht mal einen Tag gebraucht, Alter. Und außerdem zocke ich nicht, weil die anderen das cool finden oder so. Ich habe einfach schon früher immer angefangen zu zocken. Also ich habe schon früher angefangen mit zocken, weil das war einfach nice. Ich fand zocken einfach cool. Es ist nicht so, weil die anderen dann angefangen haben zu zocken oder so. Nicht. Nee, ich habe wirklich schon sehr früh angefangen mit zocken. Aber ich glaube, als erstes war das erstmal ein ganz normaler Nintendo, den jeder ja früher vielleicht mal schon hatte. Ein ganz normaler Nintendo. Dann meine allererste Konsole, die PlayStation 1. Ja, ich war von Anfang an schon mit PlayStation vertraut. Aber die PlayStation 2 hatte ich dann leider nicht. Das heißt, ich musste mich erstmal mit der PlayStation 1 zufrieden geben. Und dann habe ich später einfach die PlayStation 3 bekommen. Was ich dann einfach richtig nice fand. Weil ihr seht ja, ich zocke ja heute noch mit der und ich müsste sie eigentlich schon, ich weiß nicht mal wie lange, also es müssten 3 oder 4 Jahre sein, die ich die jetzt habe. Und ich zocke heute immer noch mit der, weil die PlayStation 3 echt nice ist. Also das kommt doch auf die Grafik nicht an, Leute. Also der einzige Grund, warum ich nachvollziehen könnte, dass sich jetzt jeder die PS4 holt, wäre wegen den ganzen neuen Spielen, die dafür rausgekommen sind, weil für PlayStation 3 gibt es ja keine neuen Spiele mehr. Da kommen ja keine Spiele mehr für raus, was ich auch ein bisschen scheiße finde. Aber ich hole mir ja auch jetzt die PlayStation 4. Also ich bekomme sie zu Weihnachten. Und das mache ich aber nicht, weil ich die PlayStation 4 besser finde oder so, sondern weil ich einfach nur die Spielreihen fortsetzen will. Aber die PlayStation 3 werde ich trotzdem nicht weggeben, weil im Ernst, die PlayStation 3 ist doch das Beste, was es gibt. Die ist für jeden, der es liebt zu zocken, die ist einfach perfekt. Das hat dann mit der Grafik nichts zu tun, weil die Grafik ist nur ein Teil beim Zocken. Es kommt auch darauf an, ob das Spiel Spaß macht oder nicht. Und hier ist irgendwo ein Schatzevent. Ihr achtet wahrscheinlich gerade mehr auf das Spiel im Hintergrund als auf das, was ich sage, aber egal. Weil das sieht einfach bescheuert aus, wie Chopper läuft. Ja, Chopper ist das kleine Rentier hier. Das sieht einfach so komisch aus, wie der läuft, weil er einfach so kurze Beine hat. Er ist einfach so klein. Und alle sind so groß. Und wenn er dann läuft, dann das sieht einfach so witzig aus. Aber egal, damit habe ich das Gesprächsthema, sorry, eigentlich schon beendet. Also, ich bin fertig mit Reden. Jetzt komme ich wieder zurück zum Kommentieren. Und ja, das liegt nicht daran, dass ich gerade gut spiele oder so, dass ich schon
300 Kills habe. Nee, Leute, das Spiel ist einfach übertrieben. Also ich sag mal, das extrem overpowered, das Game. Da kann man echt nichts mehr falsch machen. Man muss einfach nur irgendwelche Knöpfe drücken und die ganze Zeit angreifen. So, und jetzt erstmal Power aktivieren. So, jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt mache ich sie alle fertig, Alter. Scheiße, er hat mich getroffen. Alter, hör doch auf, mich zu schlagen. Ich weiß zwar nicht, was die ganzen japanischen oder chinesischen Zeichen da heißen, aber ich glaube, das bedeutet, dass ich viele Kills gemacht habe. So. Ich laufe jetzt geradewegs auf die Gegner zu. Jetzt schreibt mal in die Kommentare, Leute, ob ihr mal One Piece geschaut habt oder es immer noch guckt, weil das, ich weiß gar nicht, auf welchem Sender das kommt, aber es ist ein Anime, Leute, also für alle Anime-Fans, ich könnte One Piece eigentlich empfehlen, weil One Piece, das ist schon eine ganz nice Serie und das Spiel ist eigentlich genau so wie die Serie aufgebaut. Also im Spiel passiert also genau dasselbe so wie in der Serie. Also ich habe die Serie früher zwar geschaut, aber ich habe schon einiges davon vergessen. Dann habe ich das Spiel gezockt und jetzt kenne ich alle Szenen wieder. Ja, aber im Spiel geht es ja hauptsächlich ums Kämpfen, aber die Story kriegt man da trotzdem mit, wenn man nicht alles überspringt, wie ich das normalerweise immer bei anderen Spielen mache, wenn ich gerade kein Let's Play aufnehme. Weil im Ernst, wer liest sich denn das schon alles durch, ne? Wer muss denn schon lesen? Man kann auch einfach alles überspringen. Aber im Ernst, nur weil man GTA hat, muss man sich jetzt nicht cool fühlen, weil ich habe auch GTA gezockt und ich war von dem Spiel jetzt nicht so begeistert. Also das Spiel, das kann man zocken, ja, es geht, aber es ist jetzt nicht das beste Spiel der Welt oder so. Und man muss sich nicht cool fühlen, nur weil man das hat. Und es ist ja auch nicht so, dass ich mich cool fühle, nur weil ich zocke. Nein, ich zocke einfach, weil ich es will. Weil ich gern zocke, weil das einfach Spaß macht. Es ist halt ein Hobby. Aber ich bin auch nicht süchtig oder so, weil ich hocke ja nicht jeden Tag davor. Genau deswegen sind auch schon länger keine Let's Plays mehr rausgekommen. Aber wenn ihr dieses Video hier jetzt sehen solltet, ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass ich ein Minecraft-Let's Play hochgeladen habe. Erst heute. Sollte eigentlich schon morgen oder vor ein paar Tagen schon drauf sein. Aber mein Handy war einfach ein bisschen zu dumm. Weil, also mein Handy ist immer zu dumm, aber es war jetzt schon wieder zu dumm, um dieses Let's Play hochzuladen. Und ein Let's Play wurde einfach komplett gelöscht. Also mein Destiny-Let's Play, was ich rausbringen wollte, das wurde einfach komplett vom Handy gelöscht. Also das wird auf jeden Fall nicht mehr rauskommen. Für alle jetzt, die Destiny sehen wollten, tut mir echt leid. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Und was sind das für Sounds? Oh, guck mal, Leute, das sieht so witzig aus. Der ist einfach so klein und wie der läuft. Das sieht einfach so witzig aus. Sorry, ich lasse es jetzt einfach, ich lasse es jetzt. Erstmal alles zu Brei schlagen. Hauptsache, die knallen alle gegeneinander. 63 Kills auf einem Schlag. Und ich treffe mal wieder keinen, das war so klar. Ach, die hat gerade ihre Heldenfähigkeit. Na, das ist ja noch viel besser. So, Superattacke aktivieren. Okay, ich habe das Gebiet erobert. Leider sind jetzt keine Gegner mehr. Da muss ich schnell rüberlaufen, bevor die Superattacke wieder weg ist. Komm her. Wo läufst du denn ganz hin, Alter? Bleib doch stehen, Mensch. Was schlägst du denn hier, Alter? Schlagen bringt ja eh nicht mehr viel, der ist ja eh gleich schon so gut wie tot.
Und jetzt Superattacke. Okay. Hier sind gerade ein bisschen so viele Gegner. Ich glaube, ich muss sie mal ein bisschen aufräumen. Erstmal ein bisschen Platz schaffen, damit hier überhaupt mal Lauffläche ist, weil sonst schlagen die einen gleich die ganze Zeit und wenn die einen die ganze Zeit schlagen, dann kann man da nicht so gut laufen. Ach, und da hinten sind ja Ziele, das habe ich ganz übersehen. Lebt hier überhaupt noch irgendwer außer die Typen? Alter, da sind jetzt wirklich gerade viele Gegner, Leute. Also für One Piece ist es schon... Das sind wirklich viele Gegner. Das muss ich jetzt echt sagen, weil es kann ja sein, dass da mal viele Gegner kommen oder so, aber das hier sind echt gerade viele Gegner. Und dieser Typ kriegt mir gerade so auf die Nerven. Der mit seinen Scheißklauen hier. Und warum lädt meine Attacke so schnell auf? Ich mache das jetzt gerade zum dritten Mal in Folge. Das lädt gerade übertrieben schnell auf. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht hat er so eine besondere Fähigkeit, dass die schneller auflädt oder so. Oder hier sind wirklich gerade viele Gegner, so wie ich schon gesagt habe. Sammeln hier gerade so viel ein, Alter. Das können wir mal wieder überspringen. So wie immer. Und ich wollte gerade schon sagen, ich bin eingesperrt, aber nee, hier ist doch noch ein Durchgang. Leider ist es jetzt scheiße mit meiner Superfähigkeit. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich setze hier bei dem Kommandanten ein. Dann habe ich wenigstens irgendwas damit gekillt. Wenn ich sie jetzt kille. Also kann auch sein, dass sie das noch überleben. Ja, ich glaube, das haben sie nicht überlebt. 52 Kills. Oh Leute, jetzt wird's ernst. Ja, ich glaube, ich muss jetzt mit Zoro kämpfen. Erstmal alle umlegen. Ich muss den Typen da aufhalten. Ich glaub, der darf hier nicht hin. Ja, genau. Ich gegen den Typen hier. Das ist ja auch voll fair. Vor allem, er hat noch eine Armee dabei, ne? Ihr müsst nur euch mal den Größenunterschied reinziehen. Wie klein ich einfach bin als dieses kleine Reh hier, Alter. Ich bin einfach so klein. Schau euch diesen Größenunterschied an. Aber jetzt geht's ab. Jetzt mache ich ihn fertig. Ja, genau. 2000 Kills habe ich schon. Alter, geh doch weg. Was schmeißt du mich denn? Der fängt einfach an, mich zu schmeißen. Jetzt schmeiß ich dich mal. So, jetzt bist du tot. Den anderen muss ich auch noch killen. Aber der ist ja ganz unten. Ich weiß nicht, ob ich das dann noch hinschaffe, bevor die Dings abläuft. Nee, ich glaube nicht, weil der ist schon wieder weg. Der ist schon wieder abgehauen. Und jetzt habe ich auch noch in die falsche Richtung. Alter, was ist das?
überspringen. Und jetzt schon wieder Gegner. Und ich war da doch gerade. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Mann, sag mir doch einfach, wo ich hin muss. Ich laufe gerade hin und her und habe echt keinen Plan. Ich muss erstmal so einen riesigen Kreis um die machen, damit die alle auf einem Haufen stehen und dann muss ich meine Spezialfähigkeit aktivieren. Das ist eine richtig gute Taktik. 69 Leute auf einen Streich, Mensch. Und der Typ muss auch noch weg. Der Chopper ist echt stark. Und da hier müsste auch noch einer sein. So, sorry Leute, dass ich gerade die Aufnahme also ein Stück so cutten musste, weil ich habe mir nun schnell noch ein neues Getränk geholt. Weil zocken macht durstig. Ist ja halt so. Zocken macht durstig. Und deshalb braucht man immer, wenn man zockt, irgendein Getränk. Ob es jetzt eine Cola ist oder sonst irgendwas oder Wasser, also man braucht einfach was zu trinken. Ich glaube, es hat aber auch was mit der ganzen Konzentrationssache zu tun. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass Zocken durstig macht. Wenn jemand von euch die Antwort hat, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, wenn ihr Ärzte seid. Oder euch nur gut mit solchen Sachen auskennt, weil irgendjemand von euch später mal Arzt werden möchte, keine Ahnung. Und den Typen, den kriegt man doch richtig leicht. Den kann man richtig einfach besiegen. Weil der ist gar nicht so stark, der ist einfach richtig schwach, der zieht mir hier kaum Leben ab, ganz ehrlich. Ich will nicht wissen, was der in der Trainingszeit gemacht hat, dass er so schlecht kämpft. Oder er hatte keine Zeit zum Trainieren, aber deshalb muss man nicht so schlecht sein. Hauptsache ich kann ihn gerade nicht schlagen, weil er irgendeine Pose macht. Er sagt einfach irgendwas und man kann ihn nicht schlagen. Das ist einfach so dumm. Nur weil er gerade am Reden ist, kann man ihn nicht schlagen. Ich meine, ich würde ihn immer schlagen, wenn er am Reden ist, weil als ob ich ihm zuhören würde. Habe ich hier irgendeinen schon auf... Nee, habe ich nicht, aber ich brauche Nami noch. Ich muss Nami noch mit reinnehmen. Aber ich brauche hier mehr Gegner, damit sich das auflädt. Es ist jetzt erst auf 2. So, hau die kaputt. So, sehr schön. Und jetzt Spezial. Er springt die ganze Zeit hinter mich. Das nervt einfach extrem.
Kann der mal auch sterben irgendwann? Ich habe das Gefühl, der kann hier gerade. Also, obwohl der schwach ist, braucht man einfach übertrieben lange, um den zu killen, weil der die ganze Zeit ausweicht. Jetzt müsste er doch endlich mal down sein. Dankeschön. So, Ruffy kann ihn jetzt noch schnell kaputt schlagen. Und dann beende ich die Aufnahme. Na Leute, wenn ihr fragt, warum die Lautstärke so leise ist, ihr könnt das eh nicht verstehen, es sei denn, ihr könnt Japanisch oder Chinesisch. Ihr müsst wenn schon den Untertitel lesen, der steht unten drunter. Ja, Untertitel, logisch, ne? Aber die Lautstärke muss ja nicht laut sein, wenn man das eh nicht verstehen kann. Das Einzige, was man machen kann, ist den Untertitel lesen, weil ich spreche kein Japanisch oder Chinesisch, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, welche Sprache das ist. Richtig in die Fresse. Das hätte er nicht machen sollen. Weil ganz ehrlich, wenn er so die ganze Zeit rumhüpft, dann kann man ihn doch richtig leicht schlagen. Hunderttausend Millionen irgendwas hat der Kopfgeld da. Jetzt bekommen sie alle Angst und jetzt sind sie am Arsch.